Ja, hallo, hier ist der Energiesparfuchs. Ich wollte mich heute mal wieder mal kurz melden. Heute zum 8. September 2018 haben wir wieder mal Sonnenschein. Es war fast eine Woche lang kaum Sonne, aber heute ist wieder. Und wie es so ist, ich muss heute in der Küche kochen. Hier draußen haben wir gerade mal unsere 530 Watt, die wir praktisch produzieren pro Stunde. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Küche. Ja, wird leckere Kürbissuppe produziert. Und da werden gerade mal ja, 900 Watt werden da gerade gebraucht. So, was ich damit erklären möchte oder zeigen möchte, Balkonkraftwerke, so wie das hier ist, Balkonkraftwerke können da in der Hinsicht einen wichtigen Beitrag leisten. Und zwar sogenannte Standardlasten oder Standardverbräuche können damit abgedeckt werden, und zwar tagtäglich. Auch wenn die Sonne nicht scheint, können da sozusagen bei Standby-Geräte oder auch Fernseher oder ein Laptop, was da so läuft, kann damit der Tagesverbrauch kann damit gedeckt werden. Und das ist das Wunderschöne an solchen Balkonkraftwerken. Und die sollte es eigentlich hier in Deutschland viel, viel mehr geben, weil damit könnten wir gewisse kilometerlangen Kabel, die wir neu ziehen müssten, könnten wir dann praktisch uns sparen. Das sind alles Steuergelder, die wir wieder zahlen müssen. Und die sind dreimal so teuer, als wenn man selber so ein Balkonkraftwerk sich leistet. Das ist heute mal mein kurzer Beitrag in dieser Hinsicht, den ich hier bringen wollte. Und es wird bald mehr in dieser Hinsicht folgen. Also, ich wünsche ein schönes Wochenende und einen schönen Schulanfang für alle, die praktisch ihre Eltern für die Kinder in die Schule bringen und jetzt den Schulanfang feiern. Also, in dieser Hinsicht, bis bald. Sie können sich ja melden bei uns, bei mir, beim Energiesparfuchs unter Telefonnummer 0711 820 90 92. Da können Sie sich Informationen holen über Balkonkraftwerk.